tust du jetzt? Was ist nun? Ja, das können wir ja nicht zulassen, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, da müssen wir ein bisschen einschreiten. Nein. Zack. Jawohl, den ersten Kill hier mit der versteckten Klinge. Ja, bitte doch nicht für. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Zu den anderen? Zur Forschung. Ja. Durchsuchen wir den erstmal. Und rein mit ihm. Er hatte ein bisschen viel Alkohol getrunken. Nein, er ist einfach nur betrunken. Er ist nicht tot, er lebt noch. Genau. Alter, hat er hier Leichen in seinem Haus? Wie abartig ist das denn? Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Geile Sache. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. 200 Florin hat das gegeben. Ass im Ärmel, sehr schön. So, wo müssen wir denn hin? Wieder zu Paola da, ne? Ich würde sagen, bevor wir das machen, gehen wir nochmal zum nächstbesten Aussichtspunkt. Zack. Schleichen wir uns hier ein bisschen durch die Straßen, um nicht entdeckt zu werden. Ach ja, laufen wir eine Runde. Wo ist die Wache oben? Okay. Kann ich hier ja noch laufen? Haha, lustiges Kostüm. Ich stech dich gleich ab. Hopp, ganz unauffällig. Wir sind unsichtbar. Ja, das Untertauchen ist schon ganz aus gutem Grund ganz hilfreich. Zack, ganz unauffällig klettern wir hier hoch und der nächste Turm. So, der Vorteil der versteckten Klinge hier ist, ich weiß nicht, ob das von Anfang an geht oder erst später, man kann damit nämlich wie mit dem Schwert kämpfen, also ich kann damit Feinde fertig machen. Und dort sind Verbrecher, die kann man auch anheuern. Hat man gerade gesehen, da auf dem Dach. So, was liegt hier an? Da ist noch eine Dingsseite. Kodexseite, die hole ich mir doch direkt. Ne? Bisschen Heu haben wir mitgenommen. Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Der ist ziemlich gut bewaffnet, ja. Ja, ja, das bin ich. So, da muss ich leider rein. Zack! Na los, kommt. Zack, ich liebe den Konter. Ah, verdammt. Egal, nicht zweimal. Zack. So, ich würde sagen,
wenn ich schon dabei bin. Ich meine, ich bin eh schon hier meistgesuchter sozusagen. Da kann ich die dann auch gleich noch ausplündern. Alter, 5, komm schon. Ein bisschen mehr werdet ihr doch wohl dabei haben. Oh, der Dicke hier vielleicht. Also die großen Wachen hier. 3, heftige Lage. Ja, egal. So, musste nochmal kurz eben die Aufnahme neu starten. Wegen Waldprobleme. Und wir haben eine Codex-Seite. Eine weitere Codex-Seite haben wir bekommen. Ist Leonardo da Vinci jetzt eigentlich hier markiert? Nein, ist er noch nicht. Ich würde sagen, erstmal alle Aussichtspunkte jetzt, bevor wir die nächste Hauptmission machen. Und dann die nächste Hauptmission. Nebenmissionen gibt es ja hier praktisch keine mehr. Die habe ich ja alle schon gemacht. Und vielleicht finden wir durch den Aussichtspunkt noch eine Codex-Seite oder so und können dann unsere Sachen verbessern oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die jetzt gemacht haben, die Codex-Seiten. Aber das werde ich noch früh genug erfahren. Oder wir vielmehr. So, da oben, meinst du? Da ist eine Leiter. Sehr schön. Leitern gefallen mir. Und hier ist irgendwo noch so ein verstecktes Ding. Das suche ich natürlich gleich. Aber vorher synchronisiere ich hier. Damit ich auch alles sehen kann hier. Oh yeah. Das sieht... Ist immer wieder schön anzusehen. So, mal ganz kurz gucken auf die Map. Ha, also ich wüsste jetzt nicht, wo das zu finden sein sollte. Egal. Abwärts geht's. Und jetzt geht's auf die Suche nach dem Teil hier. Das soll ja hier irgendwo sein. Oh, was haben wir denn da? Eine Feder! Sehr schön. Nein. Verdammt. Na, nach oben. Ab. Nach oben. Nach oben. Willst du wohl nach oben? Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ne, egal. Drauf geschissen. Ich will jetzt erstmal hier das versteckte Symbol finden. Nach immer diesem Marktschreier. Vielleicht hier drin irgendwo. Ha, hier nicht. Achso, ich dachte gerade. Da oben ist ein Bogenschütze, da sind Wachen. Da oben ist ein Versteck. Ich kletter mal aufs Dach. Vielleicht habe ich von dort aus einen besseren Überblick. Wobei, vorher gucke ich nochmal ganz fix hier. Nee. Nee, nee. Dann geht's ab auf die Dächer. Oh ja. Und wir sind oben. Vielleicht hier dran irgendwie. Könnte ich mir gut vorstellen. Ups. Ja, ich wollte da runterfallen. Wisst ihr doch, ist alles geplant bei mir. Alles ist geplant. Da. Da haben wir es. Haha. Sehr schön, das sieht aus wie das Zeichen von Ra. Oh, okay. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? Alles klar, 64 Quadrate. Wir müssen das hier jetzt drehen, dass es ein richtiges Symbol ergibt.
So, ich glaube, so. Ja. So ergibt das Ganze Sinn. Königin Elizabeth I. von England, 1559. ID Edensplitter 2 Apfel. Weiter. Ah, da ist der Edensplitter. Genau, das muss ich jetzt ein paar Mal machen. Das dürfte Napoleon sein. So. Jawohl. Kaiser Napoleon I. von Frankreich, 1812. Auch er hatte den Edensplitter. Und einer fehlt noch. Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wer das sein könnte. Vielleicht werde ich wahrscheinlich sagen, oh, na klar. Oh, na klar. George Washington. Natürlich, Edensplitter 3. Geben wir den Passcode ein und wir haben die Datei freigeschaltet. Wieder eine ganz kurze. Aber das wird sich letztendlich alles ergeben. So, ich würde sagen, wir haben hier den Aussichtspunkt fertig. Einer fehlt noch. Nee, da fehlen sogar noch einige. Mache ich die eben kurz alle. Dauert ja nicht so lange. Falsche Richtung. Oh, 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 oh. Freunde, wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Sehr unterhaltsam. Ich bin hier, solltet ihr doch meine Hilfe. Habe ich mich doch nicht geheilt. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Hopp, hopp, hopp. Oh ja, sehr elegant. Und weiter geht's nach oben jetzt hier los. Ach ja, und synchronisieren, weil's so schön ist. Und abwärts geht's auch schon. Kurzen Blick auf die Map. Da ist eine Codex-Seite. Kunsthändler, da gucke ich gleich auch noch dran vorbei. Aber erstmal schnappe ich mir die Codex-Seite. Nein. Ab. Ja, so ist gut. Also ehrlich, meint ihr nicht, ja, tut mir sorry. Dazu, fass ihn! Da ist etwas merkwürdig. Du hast mich in Frieden. Na los, komm her. Zack, Kinderspiel. Jetzt kann ich mich endlich verteidigen. Das war aber auch nervig. Ja, den hab ich. Oh. Ah, verdammt. Wow, wow, wow. Das hat mir gar nicht gefallen gerade. Egal. Ach, ja. Wird neu geladen kurz. Ich hatte ja eh nur einen Lebensbalken. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Gerade gegen mehrere. Och man. Na los, kommt. Ah, verdammt! War das wieder so ein stärkerer Angriff? Nein! Kleiner Penis! Verpiss dich! Das ist nicht wahr, ey. Ich krieg das Kondan hier gerade nicht hin. So
ganzen Scheiß. Nice. So, jetzt aber. Ach!